Heute beklagen wir wieder einmal ein weiteres Opfer von Daisy. Gudrun, du wirst uns für immer fehlen. Doch leider, leider musstest du ja sterben. Von einer random gelegten, oh Mann, Tretmine. Oh Mann, Gudrun. Entschuldigung, dass ich so sentimental werde, aber ach Gottes Willen. Ich kann einfach nur noch weinen. Ganz ehrlich, ich sag noch, ich wollte echt letzte Folge sagen, ist verdammt gut gelaufen. Bis jetzt, na? Ist alles geil, ne? Hätte ich das gesagt, würde ich mich jetzt noch mehr ärgern, weil es ist halt einfach fies. Ihr wisst ja, danach ist eben noch was passiert, ne? Wir waren ja da oben zu zweit unterwegs. Also, na, mich hat sie ja in 1000 Teile zersprengt. Mich als Gudrun. Ja? Und mein Harry da, der war ja noch oben, ne? Ja, der hat gesagt, ja, tot. Konntest du was machen? Nee, ich war ja direkt tot, habt ihr ja gesehen. Vor allem, das ist so fair. Jemand legt da random eine Mine hin. Das müsst ihr euch mal geben. Random. Legt da eine Mine hin, verpisst sich, vergisst die, keine Ahnung. Ich drehe da hin, tot. Puff. Tot. Ich war instant tot. Klar, es ist realistisch. Sage ich auch nicht, ne? Klar, es ist realistisch, ne? Aber in manchen Bezügen, na, 90% meines Lebens abziehen plus Bewusstlosigkeit, meinetwegen, wäre auch noch in Ordnung gewesen. Warum da jetzt unbedingt eine Mine explodieren musste, ist halt One-Hit, ne? Das ist halt einfach scheiße. Na, vor allem da oben, ne? Ich wollte einfach nur schauen, ob da was ist und, na, zack. Wäre da jetzt ein Haus von einem Spieler gewesen, ne? Hätte ich gesagt, okay, der hat sein Haus geschützt, ne? Aber das Lustige kommt jetzt noch, ne? Ich habe halt geschrieben, ja, scheiße gelaufen, ne? Nimm dich halt von meiner Leiche halt das, was du brauchst und dann verschwinde von da, ne? Ja. Dann lustigerweise ist doch der Server abgeschmiert. Na, da, genau eine halbe Minute später, wie ich gestorben bin, ist der Server abgeschmiert. Na, so, oh, scheiße Server, mich hat's dann auch rausgehauen, ich war ja noch im Todesscreen. Und ja, er ist wieder draufgejoint, ja. Ja, ne? Und dann hat er geschrieben, ja, du bist weg. Und ich denke mir so, toll, toll. Das Einzige, was da gelegen war, war das Maschinengewehr, was ich gefunden hatte. Das war das Einzige, was da war. Alles andere, weg. Keine Leiche, nichts, gar nichts. Ne? Alles verloren. Und das ärgert mich halt, dass ich zweimal Pech hatte. Pech hoch zwei. Wird es jetzt Tag oder wird es dunkler? Ich glaube, es wird Tag. Boah, das ist hier wirklich. Und Smetterling. Ach, meine Fresse. So viel Pech einfach zu haben, ne? Weil, na, und halt direkt danach, kackt der Server ab. Hätte er nicht davor abkacken können? Also ist sowas. Also Landmine ist wirklich eine Scheiße hoch 77 Milliarden. Das Ding ist, mein Kumpel da, na, er hat mich ja auch nochmal auf Steam angeschrieben, also ein Tag später ist jetzt sozusagen, ne? Ja, er ist wieder allein losgegangen. Ratet mal, wodurch er auch gestorben ist. Eine Mine. Echt, richtig geil. Ich glaube, es wird Nacht. Nicht so geil. Ist ja auch egal. Die paar Sachen wollte ich jetzt hier so erst was sagen. Ja, es wird Nacht. Ach, Mann. Der ist auch durch eine Mine. Ich finde es halt übertrieben. Dreht's drauf, bumm, weg, ne? Und der, wo die gelegt hat, ist zu 99% nicht da. Das ist halt das Blöde und das, finde ich, gehört noch gefixt. Ja, da hinten geht der Mond auf. Das ist wirklich traurig. Wir sind jetzt, was sind wir jetzt? Ja, so Koreaner oder so. Wir hatten schon wieder eine Geschlechtsumwandlung. Hey! Dieses Mal sind wir Koreaner oder was das sein soll. Ach, Mann. Es ist einfach nur traurig. Also, das war wirklich der traurigste Tod. Also, na, das war, also ich konnte halt nichts machen. Da ist man halt machtlos. Vor allem, ich habe halt schwere die Ausrüstung, was ich gehabt habe. Na, Schutzweste, Helm und alles Mögliche, die hat halt nichts genützt. Das ist es eben, das Traurige. Da hatte ich eine krasse Rüstung. Klar, wenn ich jetzt, so wie jetzt, hier so drauf drehe, zeige ich, okay, vielleicht, dann sage ich echt noch okay. Aber ich hatte volle Militärausrüstung, ne? Sogar schusssichere Weste oder was. Das war ein Helm, habe ich gehabt.
Und ja, ne? Ich finde es halt einfach nur übertrieben, dass es so ein Item gibt. Legst es hin, tritt's drauf, tot. Dreiviertel des Lebens weg, dann würde es passen, oder Hälfte des Lebens weg und dann Bewusstlosigkeit wegen der Explosion, Schock und so weiter, na, würde ich alles gelten lassen, klar. In der Realität ist man auch zu ziemlich 100% tot, wenn man auf eine Feldmine draufsappt, aber ich finde halt, manchmal sollte ein Spiel ein bisschen unrealistischer wieder werden, sage ich ganz ehrlich. Oder die sollten echt diese blöden Minen wieder rausnehmen. Weil, na, ich finde, solche Minen haben dann im Game dann echt nichts zu suchen. Wie gesagt, man hatte leider keine Chance. Und jetzt habe ich viel geredet und viel am Strand gestanden. Wir äumen jetzt dann mal los. Ich weiß nicht, keine Ahnung, in welche Richtung wir warten. Aber bis dann Tag ist, das überspringen wir schnell mal. Weil ich habe jetzt keine Lust, im Dunkeln da jetzt loszurennen. Und ja, ich räume mir dann mal in eine der 5 Milliarden Richtungen. Ich habe keine Ahnung, wo wir uns befinden. Wirklich keine Ahnung. Ist ja auch nirgends ein Anhaltspunkt. Aber naja, wir laufen dann mal los. Way. Oh Mann. Was soll ich sagen? Da bin ich gleich schon wieder Steam. Steam, lass mich in Ruhe. Es ist Tag geworden. Ich weiß immer noch nicht, wo wir uns befinden. Wir orientieren... Alter, Steam! Alter! Steam, nervt mich schon wieder. Wir laufen jetzt erstmal. Da hinten sind ein paar Hütten. Ich weiß nicht mehr, wo wir uns befinden. Ich brauche erstmal ein paar Schilder. Da sind Schilder, aber ich laufe erstmal gleich nach da vorne, weil da ist glaube ich, gleich ein Ort. Können wir vielleicht auch ein, zwei Sachen finden, wäre optimal. Ach ja. Also ich muss sagen. Das war letzte Folge wirklich der schlimmste Tod, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich konnte da nichts machen, ne? Das ist halt einfach so, wie wenn ich jetzt hier rumlaufen würde und mich der Blitz treffen würde. Angenommen, es würde es einen Blitz geben in DayZ. Genau so wäre das. Alter, Steam nervt mich heute. Aber genau so wäre das hier. Das ist richtig traurig einfach. Ach Gott, ich könnte heulen. Weil man konnte halt nichts tun. Man hat die ja nicht mehr gesehen, weil wäre es ja in der normalen Zelt gewesen, ne? Auf dem Holzboden, dann hätte man es ja gesehen, ne? Aber ich wollte ja nein, so ein Nebengebäude oder ich weiß nicht, wie man das nennt. Oh, da ist ein Zombie. Ich wollte ja nein, so ein Nebengebäude. Ich glaube, wir sind schon wieder in der Stadt. Nein. In unserer Anfangsstadt. Toll. Was wollte ich sagen? Ja, wir wollten ja da in so ein Nebengebäude rein und da war halt Gras und, na, war halt etwas bewachsen und da ist klar, dass man so eine verfickte Mine nicht sehen kann. Entschuldigung, wenn ich so mit meiner Aussprache hier rumkotze. Hui, da wäre mir fast runtergefallen. Gummistiefel! Yeah. Aber es ist halt einfach traurig, ne? Da hat man alles und... Und dann einfach ist wirklich so random einfach in eine Mine reingelaufen. Na? Und das Lustige ist, mein Freund, na, der ist am Tag drauf, also heute, wo ich jetzt hier spiele, auch in eine Mine reingelaufen. Richtig geil, ne? Minen sind wirklich die Pest in DayZ, muss ich ganz ehrlich sagen. Bitte, lieber DayZ-Macher, mach die raus, ne? Oder tu die halt abschwächen um 50% oder irgendwie sowas. Dass es halt fair wird, dass man halt kein One-Shot wenigstens ist. Danke, DayZ. Ich denke, das macht ihr eh nicht. Ach, Mann. Jetzt habe ich vor allem... Überall kann theoretisch eine liegen. Überall. Boah, Mann. Ich kann kotzen. Ah, ja. Ja, und da sonst nochmal ganz schnell DayZ gekickt. Das gibt's nicht. Also in letzter Zeit ist es wirklich schlimm. Also, ich weiß nicht, an was das liegt. Aber DayZ, ach, natürlich. Ja gut, wir sind in der Startregion. Das ist klar. Stricken wir zu jetzt. Suchen wir ein bisschen Sachen, dass wir nicht erfrieren und so weiter und so fort. Aber dieses Leben, ich schwöre, dieses Leben werde ich was bauen. Dieses Leben. Wir werden Gudrun in Ehre halten.
werden hier was bauen. Jogginghose, nein, danke, Obama. Vollgeschissene Jogginghose finde ich garantiert nicht. Ah, nee, wo sind wir jetzt hier? Wir sind doch nicht da, wo ich gedacht hatte, dass wir da wären. Oh Gott, ein Zombie. Toll. Toll, ja. Nee, das Trinken ist wieder da. Ist jetzt zum Sprite geworden. Hey. Das wollte ich eigentlich machen. Vielleicht nehme ich... Alter, wie krass wir aussehen, Alter. Ski. Wow, Steinmesser. Alter, ich... Ja. Es ist eben trotzdem sehr, sehr traurig. Ah. Das ist wirklich sehr traurig. Alles offen hier. Kriegen nicht mal das Schwarze unter dem Fingernagel, so wie das hier aussieht. Weil gerade in den Startregionen sind die meisten Spieler sehr, sehr gründlich. Je weiter hoch man kommt, desto ungründlicher wird es. Also das heißt, oh hey, Papier, Motorradhelm. Oh, den können wir gleich mal mitnehmen. Alter. Also das heißt, klar, je mehr Zeug man hat, desto mehr Häuser lässt man halt auch mal aus, ne? Ist ja auch, denke ich, klar. Das gibt's nicht. Und ich schaue ja trotzdem in offene Häuser rein. Klebeband. Ist halt alle. Ach, Klebeband brauchen wir eigentlich auch nicht. Ein Steakmesser. Danke. Tschüss, Stein. Nee, den behalten wir nochmal. Damit können wir ja ein, zwei Sachen ja abbauen. Hallo, Steakmesser. Wow. Ich kann heulen. Es ist trotzdem sehr traurig. Wenn man überlegt, wie viel wir wieder hatten, ne? Wie viel vor allem. Und vor allem, was wir überlebt haben, ne? Es waren ja da nicht gerade wenig Zombies da. Bei dem Ort. Komm her, ins Gesicht. Ins Gesicht, ins Gesicht, ins Gesicht. Woher kommst denn du jetzt? Ich hätte gedacht, eher der hinter uns wird uns jetzt erreichen. Oh, da kommst du jetzt auch, Alter, Oma. Schön aus dem Hintergrund. So mag ich das. Das könnte ich mal vielleicht auch auf die 2 legen. Aber natürlich hat keiner was dabei. Warum auch? Kaputtpullover. Jeansrock, Alter. Streichhölzer können wir mal mitnehmen. Was willst denn du da, Alter, Opa? Hä? Willst du deine Bude nochmal bewundern? So, weg mit dir. Das ist schon mal schön. Verhungern wir wenigstens nicht. Dursten tun wir auch. Erstmal nicht. Mützen, hier gibt's irgendwie nichts. Aber manchmal übersieht man halt auch mal was. Ich habe wahrscheinlich auch schon Milliarden Sachen übersehen. Toll. Haben wir hier wenigstens Ort. Ja, keine Nachricht vom Server. Alter, heute ist wirklich der Wurm drin. Danke, Obama. Danke, Obama. Danke, Obama. Und ich denke, das war's dann wieder soweit von dieser wunderschönen Folge, Daisy. Ich hoffe, euch hat's wieder ein bisschen Spaß gemacht. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.